Ja. Also ich habe zum Beispiel immer Feuchtwanger dabei, weil der, finde ich, historische Romane schreibt, die halt auch Romane sind und nicht nur irgendein zusammengeschriebener Unsinn. Also historisches Klimbim verkauft sich ja zurzeit unglaublich gut, oder schon die letzten Jahre, aber das ist ja alles nicht zu, also nicht lesbar, von der, alles sprachlich einfach grauenvoll. Und Feuchtwanger, finde ich, ist da ein Gigant. Ich habe immer einen Thomas Bernhard dabei, da bin ich jetzt aber bald durch. Und von dem neuen Monika Maron, die äußert sich zurzeit immer so ein bisschen komisch über Islam und Fremde und Flüchtlinge und so. Es fremdelig gerade ein bisschen mit ihr. Aber ihre Bücher mag ich zum Beispiel sehr gerne, von denen, die jetzt heute zeitgenössisch schreiben. Das glaube ich auch nicht. Aber natürlich prägen Bücher einen, ohne dass man das immer reflektiert. Ja, also ja, sind gute Wegbegleiter auf jeden Fall gewesen. Also wofür ich Literatur sogar nutze, wobei das neutral interpretiert werden sollte, dieses Nutzen. Also ich schaue manchmal gerne, was machen jetzt auch aktuelle zeitgenössische Autoren und letztlich, wie interpretieren die denn eigentlich unsere Zeit oder wie fangen die unsere Zeit ein? Ich glaube, da ist eine Verdichtung und damit auch eine Pointierung häufig anzutreffen, wenn man dafür sensibel ist, die einem auch nochmal erklären kann, was da draußen eigentlich los ist. Zusätzlich zu dem, was wir natürlich an Gesprächen und Veranstaltungen und Kontakt mit normalen, in Anführungszeichen, Menschen natürlich auch auf der Strecke immer haben. Nee, also ich habe immer Comics unter der Bettdecke gelesen, wenn meine Mutter dachte, dass ich schon schlafe. Und das letzte Buch, das ich gelesen habe, zurzeit habe ich so eine Unart, dass ich da lauter Bücher anfange und keins zu Ende bringe. Ich glaube von Feuchtwanger. Das weiß ich ja erst, wenn ich es lese. Also wenn es dumm ist, dann lege ich es auch wieder weg, natürlich, ne? Aber wenn es klug geschrieben ist. Aber ich lese Sachen, die mich irgendwie weiterbringen sollen. Also um mich aufzuregen zum Beispiel, brauche ich nicht lesen. Ja, ich wünschte ein bisschen mehr Unterhaltung, aber das bin ich nicht. Also ich habe schon irgendwie immer einen Anspruch eigentlich, wenn ich lese. Aber das ist auch doof, weil also im Urlaub wäre es auch mal schön, einfach zu lesen, ohne dann gleich schon wieder zu arbeiten oder nachzudenken die ganze Zeit. Aber meistens habe ich so Bücher dann nicht dabei, mit denen das gut geht. Ja, also Autoren, die während der Nazi-Zeit verboten und verfolgt waren, auf jeden Fall. Ach, die ist fürchterlich. Also die hat mir fast das Lesen verleidet, weil also ich hatte Deutsch-Leistungskurs, also so hieß das damals noch in Baden-Württemberg. Und da haben wir komischerweise Bücher nur in Auszügen gelesen. Und das fand ich nicht gut. Also da hat man natürlich viel kennengelernt, aber irgendwie auch nichts richtig. Und dann hatte ich nach dem Abi praktisch den Anspruch, jetzt muss ich aber mal diese ganzen Sachen mal von vorne bis hinten lesen, die man gelesen haben soll. Also ich bin jetzt auch pünktlich hierher gekommen. Also dieses preußisch-protestantische kam jetzt also auch im Umgang mit Büchern dann durch. Und das hat mir aber gar keinen Spaß gemacht, ne? Weil das war nur so eine Pflichtübung eigentlich. Und das Schlimmste war dann den Zauberberg zu lesen. Den habe ich in Italien bei meiner Verwandtschaft gelesen. Es hat draußen 40 Grad gehabt und auf den Bergen drumherum hat es gebrannt. Und die haben mit Hubschraubern aus den Seen irgendwelches Wasser beigeschafft, um diese Brände zu löschen. Und ich musste dann lesen, wie die sich in Decken einwickeln und auf irgendeinem Schweizer Sanatorium versuchen, wieder gesund zu werden. Also das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Und danach habe ich es, glaube ich, auch einfach bleiben lassen und gewartet, dass ich wieder Lust bekomme. Und also wo ich mich wirklich dafür interessiere. Zensurversuche? Ja. Glaube ich nicht. Höchstens Selbstzensur.
wenig, aber das mache ich gezielt dann ja. Also Italienisch ein bisschen. Lateinamerikanisch habe ich, was heißt ich, Garcia Marquez habe ich auch viel gelesen, aber das ist auch irgendwie 20 Jahre her. Also das, im Moment würde ich den jetzt nicht mehr lesen. Ich lege Bücher auch weg, wenn sie einstauben. Das, also früher habe ich gedacht, ich kann Bücher nicht weggeben, das mache ich jetzt sogar gerne. Also weil ich gerne Dinge um mich herum haben will, die, mit denen man auch was macht. Ja. Der Garcia Marquez, der kommt jetzt schon langsam in die Richtung, wo ich denke, das lese ich nicht noch ein zweites Mal, aber ich weiß es nicht sicher. Ja, also so alles, was so Richtung Osten geht, da habe ich keinen großen Bezug dazu. Also wenn eher, also Amerika ist auch wichtig, glaube ich. Aber ich lese viel deutschsprachige Literatur. Bloß keine E-Books. Ich habe so einen Vorschlag gemacht für das Kulturforum der Sozialdemokratie. Und zwar genau mit dem Ziel, was ich vorhin geschildert habe, dass wir Autoren einladen, die uns etwas über die Zeit sagen können. Ja. Für was? Für Ihre Texte, die Sie eventuell. Also meine Mitarbeiter unterstützen mich immer mal, aber meistens ist, also ja, also ich habe mir jetzt, ich habe eine Rede, habe ich mir mal schreiben lassen, die dann eh zu Protokoll gehen musste und die auch für irgendwas war, aber eigentlich ist es ja dann nicht meins. Also ich, gut, ich bin auch Hochschullehrer, also ich gehe gerne mit Texten um und schreibe eigentlich selber. Ja, und da kann man mal eine Zulieferung bekommen, ja, das kann passieren, aber dass ein kompletter Text von jemand anderem kommt, das ist eigentlich ausgeschlossen. Meine Gedanken schreibe ich manchmal nieder, ja, aber ich habe Orgel gespielt und dann habe ich improvisiert und also damit leben gelernt, dass die schönen Sachen auch verschwinden wieder, ja, und dann halt weg sind. Ja, nein. Also meine Promotion ist irgendwie online erschienen, aber ich habe sie nicht drucken lassen.